Michel Fourniret wurde am 4. April 1942 in Frankreich geboren. Bereits 1966 wurde er erstmals wegen Voyeurismus und Gewaltverbrechen verurteilt. Am 4. September 1982 entführte und vergewaltigte er eine 14-Jährige. 5 Jahre später wurde er zu 7 Jahren Haft verurteilt, jedoch nur wenige Monate später wieder entlassen, da die Untersuchungshaft mit angerechnet worden war. Nur kurz darauf beging er einen Mord an einer 17-Jährigen. Er soll sogar die Frau eines ehemaligen Mithäftlings ermordet haben. Dieser hat einen Terroranschlag geplant und hatte Fourniret die Ersparnisse anvertraut. Bald darauf zog er nach Belgien und arbeitete dort als Aufseher in einer Schulkantine. Am 26. Juli 2003 versuchte er, eine 13-Jährige zu entführen. Das Mädchen konnte jedoch flüchten. Im selben Jahr wurde Fourniret verhaftet. Seine Frau, Monique Olivier, sagte aus, ihr Mann habe mindestens 10 Morde begangen. Sie selbst hatte angegeben, bei den Entführungen geholfen, bei den Vergewaltigungen zugesehen zu haben. Am 28. Mai 2008 wurde Michel Fourniret zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Frau wurde wegen Beihilfe verurteilt.